My Pussy, My Choice. Oder vielleicht eine Kette mit einem M dran, damit ihr immer an mich denkt. Auf einen erfolgreichen Kleidertausch. Hallo ihr Lieben und willkommen zur zweiten Folge von Meet the Makers. Wir haben ja in der ersten Folge schon das Thema Minimalismus gehabt und wie ihr gesehen habt, habe ich meinen Kleiderschrank großzügig aussortiert und ich habe hier schon einen schönen Berg Klamotten parat, denn heute findet hier bei mir eine schöne Kleidertauschparty statt. Für diese Folge habe ich mir natürlich Unterstützung geholt, denn was wäre eine Kleidertauschparty ohne Freundinnen? Ja, schön, dass ihr da seid, Mädels. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr meine berühmten Freundinnen kennt. Ich stelle sie euch mal kurz vor. Das ist Larissa Laudenberger, Unternehmerin und Influencerin. Pola Fendel von der Kleiderei, Unternehmerin und auch Influencerin. Und Julia Wolf, Model und Influencerin. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich dachte mir, wir veranstalten heute eine kleine Kleidertauschparty. Habt ihr Bock drauf? Yeah. So sehr. Ran an die Buletten. Wühlen. Ja. Sehr nachhaltig. Coole Sachen hast du hier mitgebracht. Was ist das Cutes? Dein Ernst? Die willst du sofort ertauschen? Ja, irgendwie passt sie mir nicht so gut. Ich weiß auch nicht, der Ausschnitt ist mir irgendwie zu groß. Ich fülle den nicht so gut aus. Cool. Okay, Girls. Cheers. Auf einen erfolgreichen Kleidertausch. Und sag mal, Leute, woran erkennt man denn die Fair Fashion Sachen, wenn man jetzt kein Profi ist? Du kannst auch immer auf das Etikett innen drin gucken. Da stehen auch teilweise die Siegel mit drauf, also zum Beispiel GOTS-zertifizierte Biobaumwolle. Da weißt du dann auch schon mal, die ist fair und ökologisch produziert. Das heißt, wenn dann aber jetzt zum Beispiel da steht, made in Morocco, made in Taiwan, kann man dann gleichzeitig schon davon ausgehen, dass das jetzt kein Fair Fashion ist, oder? Das ist schwierig, weil eigentlich in fast allen Ländern gibt es gute Fabriken und Fabriken, die schlecht produzieren. Also klar, wenn da Made in Germany draufsteht, ist es schon mal ganz gut, aber es kann eben auch nur sein, dass der allerletzte Punkt irgendwie in Deutschland produziert wurde und den Rest des Produkts im Ausland irgendwo. Guck mal, Marie, ich habe hier noch so Tücher. Oh, süß. Ah! Ich habe so ganz viele Seidentücher dabei. Ich liebe solche Tücher. My Pussy, My Choice. Irgendwie war ein Bock auf ein feministisches Shirt. Oder vielleicht eine Kette mit einem M dran, damit ihr immer an mich denkt, wenn ihr irgendwas habt. Die ist aus der Eco Made in Kenya Collection von Asos. Fair produziert in Kenia. Das ist von mir, aber das passt auch gut zu dir, finde ich. Wenn du so auf Reisen bist und so. Wow, ich habe schon richtig viele Teile gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Sollen wir mal anfangen zu dealen? Dann habe ich die drei Sachen von dir. Und du hast Mütze, Kette und Gürtel. Ja, passt, oder? Drei gegen drei Teile? Sehr gut, ist gekauft. Ich habe mich gefreut, mit ihm Geschäfte zu machen. Mich auch. Okay, Pola, ich habe von dir die Tücher und du willst dafür? Alles. Ja, passt, oder? Voll. Cool, danke. So, Larissa, was hast denn du? Ja, ich hätte gerne diese beiden Sachen hier und es ist ein bisschen unfair gegen... Gegen T-Shirt, aber ich habe auch noch den Schmuck von dir. Ja. Und auch noch die Kette und auch noch diesen Ring. Oh ja, läuft. Also Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe hier einen tollen Berg an neuen Klamotten für meinen Kleiderschrank. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Alle happy? Ja. Schön. Ja. Cheers, Mädels. Hat Spaß gemacht. Cheers. Und wir haben schon gesagt, wir machen das bald wieder und in regelmäßigen Abständen. Ja. Und den Rest, was machen wir damit? Naja, wir können das spenden, würde ich sagen, oder? Wir können auch so die fancy Teile zur Kleiderei schicken. Ja. Oh ja, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall ist eine sehr gute Idee. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr seid ganz inspiriert und macht zu Hause auch eine Kleidertauschparty mit euren Freundinnen. Es gibt natürlich auch viele öffentliche Veranstaltungen, wo man mit Klamotten hinkommen kann und tauschen kann. Guckt einfach mal in unsere Beschreibung, da haben wir euch ein bisschen was aufgelistet. Und teilt gerne eure Erfahrungen uns mit, wenn ihr selber eine Kleidertauschparty gemacht habt. Einfach den Hashtag MakeSomething verwenden, Bilder hochladen und wir sind ganz gespannt auf das Ergebnis. Viel Spaß beim Kleidertauschen, beim Swappen. Cheers! Ja, tschüss! Tschüss.